Wenn ihr euch doch verliebt habt, warum sprecht ihr es nicht einfach an? Weil wenn die beiden es nicht thematisieren, dann fände ich es auch unfair anderen Frauen gegenüber auf jeden Fall. Ich bin überhaupt kein Mensch, der irgendeine Versprechung braucht von wegen, wir haben jetzt eine Beziehung. Ich brauche es. Okay. Sie ist eine wirklich sehr liebe Person und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir uns, wenn das alles hier vorbei ist, wir uns in Berlin wieder treffen werden. Aber ich würde niemals meine Hände dafür ins Feuer legen, dass da was draus wird oder nicht. Also, schon. Also auf jeden Fall. Also ja, ich finde dich sehr toll und ich freue mich sehr, dass wir uns hier getroffen haben. Und ich finde es auch gut, dass sich das so entwickelt hat jetzt hier. Und wie gesagt, ich freue mich schon darauf, wenn wir uns dann in Berlin treffen. Und dann, ja, dann gucken wir halt einfach weiter, was dann passiert. So. Ja, ich weiß gar nicht, warum du das immer so betonst. Hast du Angst davor, dass ich irgendwas erwarte? Nein. Nein. Nee, also oder willst du mir damit sagen, naja, eigentlich ist es in Berlin vielleicht doch gar nicht so, dass du mich toll findest? Nee, also dass ich dich toll finde, daran wird sich nichts ändern. Also wüsste ich jetzt nicht, wieso. Sie ist für mich ja auf jeden Fall eine sehr attraktive Frau. Und sie ist einfach so charmant und lieb. Das ist schon anziehend, kann ich so sagen.